Willkommen zurück zu Ni No Kuni Remastered. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung. Einmal zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag, wann und wenn mein Livestream online geht. Und dann nochmal einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr. Und würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. In der letzten Folge sind wir anscheinend in der Vergangenheit gelandet. Und haben hier mit dem Kaiser von Schweinfurt gesprochen, dem Vater von Makassin, dem Weisen aus der Gegenwart, der ja anscheinend ein gebrochenes Herz hat, warum wir hier gelandet sind. Beziehungsweise auch wie wir hier gelandet sind oder landen konnten. Das wissen wir aktuell noch nicht. Also alles im Moment noch ein Geheimnis und wir wissen auch gar nicht, ob und wie wir wieder zurück können in die Gegenwart. Das ist auch natürlich eine sehr, sehr gute Frage und auch berechtigt an der Stelle. Aber das sind halt Sachen, die wir aktuell nicht wissen, beziehungsweise noch in Erfahrung bringen müssen. Wir haben in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, haben wir die beiden Prinzen gesucht, sprich Makassin, der ja der Weise ist aus unserer Zeit, und eben seinen älteren Bruder Gascon. Und sind sie jetzt gerade am Abgeben, sag ich mal. Latscht ihr immer noch hinter uns her? Aber wir müssen dem Kaiser berichten, dass wir euch gefunden haben. Hä? Ihr wollt meinen Vater sprechen, wie? Ich frag mich, was ihr von ihm wollt. Ach, eigentlich ist es mir egal. Tschüss. Warte eine Minute, Mann. Wir haben euch doch gerettet. Willst du uns nicht danken oder so? Danken? Ihr solltet uns dafür dankbar sein, dass wir euch nach Schweinfurt eskortiert haben. Alter, ist das ein komischer Vogel. Verflixt ist der Kleine vorlaut. Ich habe sowas noch nie erlebt, Mann. Klein, ich bin nicht klein und ich habe einen Namen. Gascon, Prinz Gascon für dich. Sprich mich gefälligst mit vollem Titel an, falls wir uns je wiedersehen. Jetzt komm, Makassin. Na gut. Ja, und weg mit euch. Wofür hält er sich eigentlich? Verflixt noch eins. Der treibt mich noch zur Weißglut. Die zwei Prinzen heißen also Gascon und Makassin. Irgendetwas ist mit Prinz Gascon. Was denn? Es kommt mir so vor, als ob ich ihn schon mal gesehen hätte. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Oh, ganz bestimmt. Oh, ganz bestimmt. Das ist zweifellos nur deine Einbildung. Ja. Und jetzt hör auf, Zeit mit solchem Unsinn zu vergeuden. Wir müssen weiter. Ja, und gehen anscheinend jetzt wieder zum König. Ja, da sind wir auch. Ich bewundere deine Einstellung. Nicht jedes Kind würde es wagen, einem Kaiser die Stirn zu bieten. Es tut mir leid, Euer Majestät. Aber da gibt es etwas, das wir tun müssen. In der Tat, und doch sind deine magischen Fähigkeiten wirklich herausragend. Ich sehe jetzt ein, dass ich niemals an dir hätte zweifeln dürfen. Du verstehst sicher, dass ich ein derartiges magisches Talent nur ungern ziehen lasse. Bist du sicher, dass ich dich nicht überzeugen kann, Makassin Magie zu lehren? Genau, dem kleinen Rotzbengel oder was? Genauso dickköpfig, wie ich ihn in Erinnerung habe. Was hast du gesagt? Es tut mir leid, Majestät, aber wir müssen wirklich zurück in unsere Zeit. Ja, die Frage ist halt, wie? Das wissen wir aktuell nicht. Aber wir wissen nicht, wie. Ihr wollt zurück in eure Zeit, in die Zukunft? Nun, der Zauber Zeitsprung wäre dafür natürlich ideal geeignet. Zeitsprung? Ein legendärer Zauber, der es dem Zauberer erlaubt, eine Reise durch die Zeit zu unternehmen. Aber er lag ob seiner Macht lange hinter Siegeln. Mensch, klingt, als wäre das genau das Richtige. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, an diesen Zeitsprungzauber heranzukommen. Hey, ich habe von deiner neuen Regel gehört. Warum kann ich nicht mit Makassin losziehen und ihm dabei helfen, sich in Magie zu üben? Ehrlich, Gascon, wir wissen beide, dass du nicht einen Funken Magie im Leib hast. Makassin ist dazu bestimmt, ein Weiser zu werden. Er kann nichts von dir lernen. Das ist nicht wahr. Ich werde Makassin Magie lehren.
Ich werde ihm helfen, ein Weiser zu werden. Du wirst schon sehen. Er braucht deine Hilfe nicht. Du solltest deine Zeit besser dafür verwenden, dir eine andere Rolle zu überlegen, die du im Reich übernehmen kannst. Von was für einer Rolle redest du denn? Muss ich dir denn alles erklären? Du musst deine eigenen Antworten auf solche Fragen finden. So ist es in Schweinfurt Tradition. Na gut, komm, Makasin. Gehen wir und üben uns in Magie. Okay. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ihr wart gerade dabei, vom Zeitsprung zu sprechen, Euer Majestät. Ja, als Belohnung dafür, dass ihr meine Söhne gerettet habt, werde ich euch aus dem Sagen Schatz von Schweinfurt erzählen. Es heißt, der Zauber, der Zeitreisen ermöglicht, liege auf dem Pfade der Gräber verborgen. Ebenso wie der Zauberstab, der benötigt wird, um ihn zu wirken. Pfad der Gräber? Das gefällt mir aber gar nicht. Der Pfad der Gräber windet sich nordwestlich von hier durch ein trostloses Tal. An seinem Ende steht ein uralter Altar aus dem Zeitalter der Weisen. Dort werdet ihr den legendären Zauberstab Morgenstern finden. Morgenstern? Erweise dich würdig, diesen Zauberstab zu führen, dann wirst du sicherlich für bereit erachtet werden, Zeitsprung zu wirken. Sei dir allerdings bewusst, dass du Zeitsprung nur einmal in deinem Leben benutzen kannst. Wenn du in die Zukunft zurückkehrst, wirst du nicht wieder in diese Zeit reisen können. Verstehst du das? Ja, Euer Majestät, wir verstehen das. Und wir werden uns Morgenstern holen und zurück in unsere Zeit reisen. Dein Eifer ist bewundernswert, aber Vorsicht, der Pfad der Gräber ist Heimat vieler böser Geister. Nimm diesen Zauber und halte mit seiner Hilfe die Dämonen im Zaum. Oh, nice. Lichtpfeil. Neuer Angriffszauber. Das werden wir. Danke sehr, Euer Majestät. Okay, somit haben wir unser nächstes Ziel, Tal der Gräber. Dort gibt es dann auch einen neuen Zauberstab und den Zauber Zeitsprung, den man nur ein einziges Mal im Leben einsetzen kann. Und so landen wir wieder in unserer Zeit. Ja, das Tal der Gräber sollte an sich keine große Herausforderung sein. Ich meine, unser Greif regelt das ja sowieso, mal abgesehen davon. Aber wir haben ja auch unseren neuen Lichtzauber. Den man ja auch nicht verachten darf. Alter, der Weg, ey. Oh, hätte ich mich nicht einfach rausteleportieren können? Ja. Also wir gehen auf jeden Fall nochmal kurz hier pennen. Da unsere Energie und unser Mana jetzt nicht so frisch sind. Oh, Speicher hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber machen wir trotzdem, wenn wir schon mal da sind. Und auf zum Tal der Gräber. Los geht's. Wir müssen hier rechts lang. Ja, hier dürfen wir hin.
Auch neue Gegner, wie man sieht. Hier oben dürfen wir, wenn ich es richtig sehe, Brücke verwenden. Den Zauber. Dann da unten einmal lang und da hinten dieser Höhleneingang, der aussieht wie ein sehr, sehr freundliches Gesicht. Da müssen wir hin. Ach komm. Gegen so viel Schaden, ey, das ist unmenschlich. Alter. Ich hasse Wichtel einfach. Was kann Sinn mit denen zu rufen, wenn man sich den Greif einfach anguckt? Bringt es echt nichts, unseren Wichtel in den Kampf zu schicken. Weil wir halt theoretisch auch leveln müssten. Mal abgesehen davon, also wir sind unterlevelt. Das Ganze hat aber auch mehr oder weniger einen Grund, warum wir unterlevelt bleiben aktuell. Also zumindest mit Wichtel. Weil wir bald, dauert noch ein bisschen, aber tatsächlich bald an einen Punkt kommen, wo ich mir nämlich mit eins der stärksten Monster des Games holen kann. Das dauert noch ein bisschen. Dementsprechend investiere ich jetzt nicht so viel Zeit in Level und so weiter. Müsste ich aber machen. Vielleicht mache ich das am Ende dieser Folge. Also bis zur nächsten Folge dann zwischendrin. Endlich sind wir da, der Pfad der Gräber. Hey! Hä? Ihr seid auf dem Weg ins Tal, oder? Nun, wir kommen mit. Wie? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Verdammt normal, Mann. Die müssen uns die ganze Zeit nachgelaufen sein. Diese frechen kleinen Schlinge. Du hast eine Pistole, oder? Nun, ich habe mir selbst eine Spezialpistole gebaut. Anscheinend haben wir ein paar Sachen gemeinsam. Hier, schau zu und lern was. Sehr cool. Hey, warst du schon immer so vorlaut? Wir können ja schließlich nicht zulassen, dass du dich an so einem Ort wie diesem hier verläufst, oder? Falls das passiert, flippt der Kaiser total aus. Du glaubst doch wohl nicht, dass es meinem Vater den Schlaf rauben würde, wenn ich verschwinde. Ich interessiere ihn kein bisschen. Er kümmert sich nur um Makassin. Gascon, das ist doch nicht... Kommt schon, los geht's. Wenn ihr nicht mitkommt, gehe ich halt alleine. Warum gibt er uns auf einmal Befehle? Wow, ich kann es selbst kaum glauben. Was hast du dir dabei gedacht? Wie bitte, was war das, Sven? Nichts, kommt schon, los geht's. Okay, wir haben hier einen Heilspeicherpunkt. Ich überlege gerade, wie wir hier jetzt vorgehen. Ich glaube einfach straight up so weit durch, wie es halt eben geht. Weil ich den Weg so ungefähr ein bisschen kenne. Kämpfe mitnehmen, logischerweise, weil wir ja, wie gesagt, unterlevelt sind. Unfassbar, der Schaden. Der Greif, der gefällt mir. Hier verwenden wir alte Pracht. Ja. Um die Brücke wieder aufzubauen. Okay.
Nächster Kampf. Wir standen gerade, für die, die es gesehen haben, ein Zombie. Da links. Auf der Map. Da werden wir gleich natürlich hingehen. Ja, wir bekommen ganz gute Erfahrungspunkte eigentlich. Dafür, dass die Fights jetzt nicht so schwierig sind, aber jetzt auch nicht unbedingt leicht für uns. Also wir kriegen halt extrem ins Gesicht, da den Zombie meine ich. Oder Skelett. Wo kannst du bloß hinwollen? Ja, was kann sprechen? Gut beobachtet, Junge. Werfen wir mal einen Blick auf dich. Nein, sowas. Nein, also wirklich? Mir scheint, bist du quick lebendig. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich kann dich nicht durchlassen. Wir dulden hier keine Herzschläge. Diese Zone ist Kadavern vorbehalten. Wirklich? Wir werden auch keinen Ärger machen. Ehrlich nicht. Bitte lassen Sie uns vorbei, Herr Skelett. Vorher frittiert... oh Gott. Vorher friert die Hölle zu. Nein, an mir kommst du nur vorbei, wenn du tot bist. Genau wie alle anderen, klar? Wir können nur vorbei, wenn wir tot sind. Das ist aber ganz schön viel verlangt. Glaubst du, wir hätten keine Prinzipien, nur weil wir tot sind? Keine Verhaltensregeln, nach denen wir sterben. Solange du atmest, kommst du nicht durch. Was sollen wir tun? Einfach, wir tun, was der Kerl sagt, klar? Ich schätze, es wird Zeit, ein bisschen Grabluft zu schnuppern. Was? Du meinst du nicht, wir sollen... Stell dich nicht so an, Mann. Ich verlange nicht von dir, dass du tatsächlich stirbst. Du sollst nur so tun. Ist doch nicht so schwer. Ja, wir haben den Zauber. Danke, Game. Und zwar haben wir nämlich hier diesen Apfel, giftiger Apfel, genau. Sie haben keinen Puls, die sind tot. Kommt schnell her, frische Kadaver, die ersten seit Jahren. Oliver, Oliver, wach auf. Hey, sieht aus, als hätten wir es geschafft. Nun, wir haben es zumindest in einen anderen Friedhof geschafft. Heißt das also... Guten Abend, ist schon aufgestanden, wie ich sehe. Was, wo ist das denn? Ich bin dein neuer Freund, wir sind alle Freunde. Du kleiner Glückspilz, du. Danke. Und da du vor kurzem verstorben bist, möchte ich dir auf diesem fröhlichen Anlass den Schlüssel hier überreichen. Hier bitte. Ein Dietrich. Was ist das? Eine gute Frage. Hier am Pfad der Gräber sind wir keineswegs der Ansicht, dass man aufhören muss, Spaß zu haben, nur weil man tot ist. Deswegen errichten wir gerade ein prächtiges Casino. Sobald es geöffnet ist, kannst du dir mit Hilfe dieses Schlüssels Einlass verschaffen und einen luxuriösen Ablebensstil genießen. Ein Casino?
Ja, ein Etablissement für gut betuchte Tote, denen sterbenslangweilig ist. Es kann Jahrzehnte dauern, bis es fertig ist, aber das Warten lohnt sich. Jahrzehnte? Ja, das ist, wenn wir wieder in der Gegenwart sind. Und wir den Pfad der Gräber betreten. Dann können wir hier ins Casino. Also dann gibt es hier ein Casino. Ganz nett gemacht, aber nichts, nichts von Belang, sagen wir mal. Nice. Schneesturm. Geht auf alle Gegner. Den mache ich auf jeden Fall rein. Ansonsten versuchen wir natürlich weiter durchzulaufen. Oh, eine Hütte. Was haben wir denn hier? Eine kleine heruntergekommene Hütte? Sieht aus, als würde hier seit langem niemand mehr leben. Na, das passt doch. Lass uns ein Nickerchen machen, ja? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist, Tröpfchen? Ich meine, sieht irgendwie gruselig aus. Aber ich schätze, wir könnten hier eine Weile rasten. Ja. Also gut, Makasin. Jetzt mach, was ich dir gesagt habe. Okay. Es klappt nicht. Es tut mir leid, Gascon. Ich kann es einfach nicht. Makasin, du lügst mich doch nicht etwa an, na? Was? Ich weiß, dass du es kannst. Du tust nur so, als ob es nicht klappt. Nein, ich tue nicht nur so. Tust du wohl, warum machst du denn sowas? Ich tue nicht nur so, wirklich nicht. Hey, so darfst du deinen kleinen... deinem kleinen Bruder nicht herumhacken. Auf. Okay. Ich habe nicht auf ihm herumgehackt. Ich wollte nur die Wahrheit hören. Das ist immer noch kein Grund, so gemein zu ihm zu sein. Ich bin mir sicher, dass er den Zauber bald beherrscht. Verstehst du das denn nicht? Er beherrscht den Zauber längst. Er beherrscht jede Menge Zauber. Wie? Er hat sie schon immer beherrscht. Und auf einmal tut er so, als ob er sie nicht könnte. Warum macht er das denn? Vielleicht gefällt es ihm, wenn Vater mich maßregelt. Glaubst du das wirklich, Gascon? Was? Makasin hasst es, wenn er dich schimpft. Okay. Aber von dir getrennt zu werden, würde er noch mehr hassen. Wovon redest du? Nur jene, die imstande sind, weise zu werden, dürfen den Thron Schweinfurts besteigen. Das ist doch richtig, oder? Wie kannst du... Warum sagst du das? Weil Makasin das auch weiß. Er weiß genau, wenn er als zukünftiger Weiser Talent an den Tag legt... Wenn er sich der Kaiserkrone würdig zeigt. Nun, ich muss dir nicht sagen, was dann passieren würde. Darum tut er so, als ob er keine magische Begabung hätte. Was hast du... Woher weißt du all das? Ich weiß nicht, wie viel ich dir verraten darf. Ich kann nur sagen, dass ich niemandem wünsche, in solch eine Situation zu stecken. Ach, weißt du, ist eh egal. Ich will, dass Makasin ein mächtiger Zauberer wird. Ich werde mich dabei... Nicht von dir aufhalten lassen. Es ist mir egal, wer du bist. Das weiß ich. Verdammt. Das will ich auch nicht. Okay. Cool, cool. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Haben wir einen Roboter? Aber erstmal uninteressant und einen Speicherpunkt. Dementsprechend werde ich die Folge beenden, weil der nächste Speicherpunkt dauert leider noch extrem lange, bis er kommt. Beziehungsweise gibt es jetzt eh nochmal einen Abschnitt. Und das Dungeon hier geht noch eine Weile. Das heißt, ich werde auf jeden Fall
bis zum nächsten Mal hier nochmal ein bisschen umherlaufen und ein paar Kämpfe machen, dass wir noch schön an Erfahrungspunkte kommen, weil ich habe hier eh einen Heilspeicherpunkt. Ich werde wahrscheinlich immer zwischen ihm, also zwischen dem Speicherpunkt und dem am Eingang, immer hin und her laufen und mich um die Gegner kümmern. Die ganze Zeit, dass wir halt noch ein bisschen leveln. Damit wir hier für die letzten Meter und dann halt auch für das Ende hier in diesem Dungeon keine Probleme bekommen werden. Und vielleicht schaffen wir es auch in der nächsten Folge, den Zauberstab zu bekommen. Plus den Zauber, um wieder in die Gegenwart uns zu teleportieren, zaubern, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bei den Links in der Videobeschreibung. Einmal einen Link zu meinem Twitter-Account, da poste ich jeden Tag wann und wenn mein Livestream online geht. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich streame mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!